Liebe Gastgeberinnen und Kundinnen, liebe Stylistinnen und liebe Mitarbeiter von Pierlang. Genau vor einem Jahr, genau um diese Uhrzeit, habe ich den Kaufvertrag bei Pierlang unterschrieben und die Firma übernommen. Es war ein sehr aufregender Tag für mich. Über meine Gedanken möchte ich nun euch gerne ein paar Zeilen vorlesen. Pierlang war immer mein großes Vorbild. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was ist es, was diese Firma so besonders macht? Dann wurde vor circa 10 Jahren die Firma verkauft und ich habe Pierlang etwas aus den Augen verloren. Ich hatte meine eigene Schmuckmarke gegründet und aufgebaut und war damit sehr erfolgreich auf dem Weg. Tolle, besondere Frauen arbeiten selbstständig für Luna. Vor 5 Jahren haben wir ein wunderschönes neues Firmengebäude bezogen und ich war auf dem Weg, alles etwas ruhiger anzugehen und mir mehr Zeit für mich selbst zu nehmen. Dann kam es ganz anders. Am Faschingsdienstag saß ich mit meinen besten mobilen Juwelierinnen bei einem Meeting, als die Nachricht kam, Pierlang ist endgültig vorbei. Man würde nun vermuten, dass es uns gefreut hat. Aber nein, es war genau anders. Eine mobile Juwelierin sagte, stellt euch vor, das wären wir. Wir haben gemeinsam geweint. Und ich habe mich wieder an meine Frage erinnert, was war dieses ganz Besondere bei Pierlang? Ein paar Tage später war ich mit meinem Finanzberater Stefan, einem mittlerweile wichtigen und guten Freund, im Flieger von Haltenrhein nach Wien. Wir hatten einen Termin beim Insolvenzverwalter vereinbart. Ich wollte meiner Frage nachgehen und herausfinden, gibt es etwas, das auch für Luna gut wäre. Nach circa einer halben Stunde sagte der Insolvenzverwalter, Frau Berlinger, warum kaufen Sie Pierlang nicht? Sie könnten das, Ihnen traue ich das zu. Nun, um ehrlich zu sein, war ich in Wien, um vielleicht etwas für Luna zu finden, aber nicht um diese Firma zu kaufen. Ich habe eine Schmuckfirma und war auf dem Weg, alles ruhiger anzugehen. Natürlich, wenn man mich kennt, saßen wir 2 Stunden später bei Pierlang in einem Büro und bekamen, laut Herrn Georg Ehrenstrasser, seit 20 Jahren Produktionsleiter und Geschäftsführer von Pierlang, den weltbesten Kaffee der Welt, den nur er so machen kann. Es stand ein Mann vor mir, in Jeans mit einem gefühlt viel zu großen Gürtel, einem weißen Harley-Hemd und an den Händen trug er riesige Ringe mit Totenköpfen. Das war also Pierlang. Ich war irritiert. Anschließend hat er uns dann durch die Produktion geführt. Was soll ich sagen? In diesem Moment hatte ich verstanden, was das Besondere von Pierlang war. Es war niemand mehr da, aber alles war noch so, als ob die Mitarbeiter nur kurz in die Pause gegangen waren. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, es sind noch alle da. Ich konnte sie spüren. Wir haben unseren Flug auf den nächsten Tag umgebucht und ich ging mit Stefan in eine Pizzeria zum Essen. Beim 2. Glas Wein sagte er zu mir, ich sehe es dir an, du denkst tatsächlich darüber nach, diese Firma zu kaufen. Zwischen diesem Tag und dem 4. April lagen 3 Wochen. Irgendwann war klar, die Zeit wird nicht reichen, um alles zu klären und durchzurechnen. Ich muss jetzt handeln und mein Bauchgefühl sagte, ja, ich versuche es. Gib diesen Menschen, denen ihre Arbeit so viel bedeutet, ihre Arbeitsplätze zurück. Auch ist mir in dieser Zeit klar geworden, dass diese Frauen, die Stylistinnen, diesen Schmuck so unglaublich lieben und keinen anderen Schmuck verkaufen wollen. Einige, die nicht mehr daran glaubten, dass Pierlang weiter bestehen wird, konnte ich nicht mehr auffangen. Aber ein ganz großer Teil hat mir immer noch jeden Tag und jede Minute daran geglaubt, dass Pierlang weitergehen muss. So eine Firma kann nicht zu Ende gehen. Sie haben nicht aufgegeben. Diese unglaubliche Liebe und Loyalität, auch von den Mitarbeitern, durfte ich nun erleben und ich konnte ihnen ein Stück zurückgeben. Das fühlte sich sehr glücklich an. Wichtig war mir aber, dass ich zuvor meine mobilen Juwelierinnen von Luna informierte. Sie sollten es von mir persönlich erfahren, das war mir wichtig. Denn durch diese Frauen und durch die Mitarbeiterin Bludesch war es mir überhaupt möglich, Pierlang zu kaufen. Ihre Reaktion war wundervoll. Du bist eine besondere Frau und du weißt, was du tust. Genau das macht dich aus. Wir vertrauen dir.
Es war ein unglaublich tolles und spannendes Jahr. Es war sehr viel Arbeit, ja, aber es machte Spaß. Ich war immer wieder aufs Neue fasziniert, wie die Stylistinnen, aber auch Kundinnen zu diesem Schmuck stehen. Ich habe so viele schöne Rückmeldungen erhalten, dafür ein großes Dankeschön. Ein großes und liebevolles Dankeschön auch an unsere Kundinnen und Gastgeberinnen, dafür, dass sie uns die Treue gehalten haben, dafür, dass sie mir geschrieben haben, wie schön sie es finden, dass es Pierre Langschmuck weiterhin gibt. Ein großes Dankeschön auch dafür, dass sie mit ihren Stylistinnen zusammen vor Freunde geweint haben und dass sie uns weiterhin, ohne mich zu kennen und zu wissen, wie es kommen wird, zur Seite gestanden sind. Damit haben Sie, liebe Kundinnen, sehr viele Menschen glücklich gemacht und vielen eine Arbeit gegeben. Und dafür produzieren diese Menschen in der Produktion weiterhin mit viel Liebe diese wunderschönen Schmuckstücke. Im September durfte ich ein paar Tage mit den besten Stylistinnen verbringen. Das war eine sehr schöne Erfahrung und wir sind uns noch näher gekommen. Es war sehr berührend, als sie mir erzählt haben, wie die Zeit, dass es Pierre Lang nicht mehr gibt, für sie war. Das war, als wäre jemand gestorben. Und mehr kann ich eigentlich heute noch nicht dazu sagen. Ja, das wäre wie ein Stück von mir abhacken. Also das hat mir ein bisschen Lebensmut geraubt, muss ich sagen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe geweint am Telefon mit meinen Kunden. Zu Weihnachten habe ich von allen Mitarbeitern ein wunderschönes Buch bekommen mit sehr vielen persönlichen und dankenden Worten. Ich war sprachlos und hatte Tränen in den Augen. Wir konnten sogar schon nach 8 Monaten das Jahr positiv abschließen. Ich war und bin sehr stolz, dass alle mitgemacht und am gleichen Strang gezogen haben. Nur gemeinsam konnten wir das erreichen. Und nun, ein Jahr später, nach einem erfolgreichen Start und einem erfolgreichen Jahr, sind wir wieder in einer Krise und ich wünschte mir von Herzen, dass ihr das nicht wieder erleben müsstet. Liebe Mitarbeiter, liebe Stylistinnen, liebe Kundinnen, Pierre Lang ist wieder zurück. Wir sind immer noch da und das stärker als je zuvor. Diese Krise ist nicht wie eine, die wir kennen. In dieser Krise geht es um etwas ganz anderes und sie betrifft uns alle. Es geht um Zusammenhalt, um Dankbarkeit, um Liebe und füreinander einstehen. Und genau das tun wir. Wir bleiben zu Hause und schützen somit uns und unsere Mitmenschen. Genau das steht jetzt an erster Stelle, das ist jetzt wichtig. Ihr müsst keine Angst um Pierre Lang haben. Der Schmuck kann warten und wird euch, wenn wir gemeinsam diese Krise geschafft haben, wieder umso mehr Freude bereiten. Ihr werdet euch so sehr aufeinander freuen und es genießen, endlich wieder zusammenzufinden und miteinander Freude daran haben, euch zu sehen und gemeinsam wieder euren geliebten Schmuck zu durchstöbern. Glaubt mir, diese Zeit wird kommen. Ich sitze heute hier ganz alleine, aber das macht mich nicht traurig. Denn es ist notwendig. Notwendig zum Schutz unserer Mitarbeiter, unserer Stylistinnen und Kundinnen und zum Schutz unserer Mitmenschen. Ich freue mich heute schon auf den Tag, wo wir uns wiedersehen und uns glücklich in die Arme fallen. Und ich glaube darum so sehr daran, weil eure Liebe zum Schmuck, zu euren Kundinnen und zu Pierre Lang so groß ist, dass sie diese Zeit überdauern wird. Somit sende ich euch allen zusammen eine ganz liebevolle Umarmung, eine große Dankbarkeit, passt aufeinander auf, seid für euch da und vor allem bleibt gesund. Bis ganz bald, eure Sabine Berlinger.